Hallo und herzlich willkommen zurück zu Garry's Mod, Death Kill, Todesgang, Todesgang, Todesmarsch, oder irgendwie sowas. Synapsen Klatsch ist da, hallo. Hallo. Gut, du hast irgendwas gesagt von hier, Explosiv und hier, Kabum. Da. Da, genau da. Ich klär das. Du hast keine Zeit zu reagieren. Mal gucken, vielleicht gibt es hier noch irgendwo. Nee. Stehen bleiben? Gibt es nicht bei dem. No, dann aktiviert ja wieder irgendwas. Ich kann es euch nicht zeigen, Zuschauer. No? Ich bleibe ja sowieso hier in dem Gang. Das ist doch schon schlimm genug. Was, dass ich hier in dem Gang bleibe? Ja, das ist ja schon schlimm genug. Ja, ich muss wieder Mimimi machen. Ja. Könnte er jetzt was sagen, aber. Ja, hier gehe ich auch nicht rein. Ich guck erstmal. Da gibt's aber auch noch einen Schacht. Meins. Ich will auch. Guck. Dort liegt schon wieder eine Frau. Ich sehe nicht. Da ist ein Weg. Der fehlt was. Die ist erkältet. Also im Schacht gibt's nichts. Und da rennt sie schon wieder vor. Hier ist nämlich noch eine Tür. Ne, ich hab gedacht, die wird sie noch nie. Okay. Oh, Tic-Tac-Toe. Mein Lieblingsspiel. Was will ich spielen? Ich glaube nicht, dass das hier irgendwas mit Diktatur zu tun hat. Ja, siehst du da an der Wand? Diktatur. 1, 2. Also du hast an jedem Spiel eine Ziffer. No? Hier ist die 1. Hier drüben wäre dann die 2, die steht aber nicht da. Doch, da oben. Und dann die 4. Ach, dort oben. Gut, was wollen die hier von mir? Keine Ahnung. XX Kreis. Ich probier's mal mit 1, 3, 2, 4. Ich kann das hier gar nicht auswählen. Ja, das geht bestimmt dann von Alena. 1, 3, was habe ich gesagt? 2, 4. Ne, das muss nicht. Ich habe meine 26 notiert, aber vielleicht gibt es noch mehr. Schande, hier kommen wir dann nicht weiter. Was gibt's denn da zu warten? Warte mal. Nee, eh was, ja. Hallo, ich möchte nach Hause telefonieren. Und ich höre ein bisschen schlecht. Ach, leck mich doch am Arsch. Wo du sein? Beim Schacht. Bei der Frau, die dort noch rumzuckt. Mhm.
Weißt du, ich warte sogar auf dich. Naja. Was war denn das jetzt? Die hat dich mit der Kreissäge zersägt. Toll. Oder irgendjemand. Ja. Schade, dass du hier nicht mit dem Gabelstapler fahren kannst. Okay, ich glaube, ich 81. weiß. Ich weiß, wohin die Reise geht. Wo ist denn jetzt mein Stift hin? Keine Ahnung. Weißt du, wohin die Reise geht? Es fehlt eine Zahl. Eine Zahl? Eine Zahl fehlt. Mhm. Und wie kommst du darauf? Weil, komm her. Weil, ich komme. Die 26, die ich mir vor uns aufgeschrieben habe, die hatte zwei Striche gehabt, links und rechts. So. Mhm. Normalerweise liest man ja von links nach rechts. So, also ist das die Endzahl, 83, weil der Strich rechts ist. Ah. So, die 26 hatte zwei Striche gehabt. Also ja, fällt noch eine Zahl, wo der Strich links ist. Mhm. Ne? Denke ich. Könnten aber auch noch 14 Zahlen sein. Das bezweifle ich. So, wo war denn das mit der 26? Das war irgendwo dort hinten. Ja, dann ist es hier irgendwo. Ich glaube, das war dann die Endzahl. Irgendeine Zahl fehlt. Ich tippe die trotzdem mal ein. Das ist es zum Beispiel nicht. Nee. So, jetzt die 26. Die 83. Das ist doch Sache, das fehlt eine Zahl. Ich will mal wissen, was das hier mit dem Tic-Tac-Toe auf sich hat. Keine Ahnung. Weil das wird ja auch nie zum Spaß dort sein. Nix wissen. Ach, hier ist noch eine Türe. Cool. Wieder in die Reihen. Meine Fresse. Ducken. Ja, mach ich hier. Wenn du gerade ausläufst, springen. Ja, Pippen. Push the button. So, ich würde gerne erstmal hier draußen gucken, was das ist. Ja. Hier war noch irgendwas zum Ducken. Ja. Nur für autorisiertes Personal. Ich bin autorisiert. Ich auch. Da kannst du runterfallen. Authentisch Animation. Hast du jetzt eben auf Matrix gemacht? Nein, aber ich wollte das einfach mal wissen, wie das mit den Treppen nun endlich mal funktioniert. Weil jedes Mal falle ich da runter. Du musst die Leiter angucken und dann runter. Hier ist auch schon wieder so Noten. Ja. Und so ein schönes Tastenfeld. Ich nehme an, die Noten ergeben das Tastenfeld. Toll. Ich kann keine Noten. Oh, hier ist Puzzle 2. Hier sind Laserstrahlen. Und Push the Button. Da drinnen ist noch Push the Button. An der Wand. Ja, dort ganz hinten. Nee, vorne auch. Das sind Laser. Ach, das sind die Laser? Okay. Ja. Soll ich hier warten?
Kannst du machen. Weil du willst ja ich und Laser oder Stacheldraht. Ja, ich weiß. Was? Ja, du konntest gerade nicht lesen. Ich auch nicht. Ach, das Ding hat sich hier geändert, oder? Keine Ahnung. Nö, eigentlich nie. Ja. Also zumindest hier vorne nie. So, jetzt du. Was jetzt? Bis hinter und dann kommst du wieder. Ball. Bis du stirbst. Ach so, nee, du findest halt deinen Weg wieder nicht zurück. Jetzt läuft er tatsächlich dort lang. Nochmal. Muss mal das Licht ausmachen. Du stirbst gleich. Oder auch nicht. Ist ja wie Limbo tanzen hier, ey. Na, eher mal hier so Mission Impossible. Oh, scheiße. Ein Satz mit X, das war wohl nichts. Och nö. Habe ich dir schon gesagt, dass ich Feuer hasse? Tja. Ich krieg ja auch Schaden. Ich stand zu einer anderen Tür. Schick, jetzt findest du den Weg wieder nicht zurück. Hm. Obwohl, es dürfte eigentlich nicht weit sein, wir haben ja hier irgendwo Push-to-Button gemacht. Mhm. Ja. Also weit ist es definitiv nie. Ne, die Leiter sind wir nie hoch. Ne, wir sind, ich komm zu dir, sonst kriegst du das wieder. Ne, hey, warte, ich bin schon... Oder? Ja. Hier bin ich doch schon. Ach, scheiße. Zu weit. Weißt du, da steht schon ein Warnschild dort, ne? Zuschauer, ihr kennt das, ne? Die Warnungen müssen immer ignoriert werden. Ich brauch das hier mal. Toll, ich brauchte das auch. Nee, brauchtest du nicht, du hast 90, Mann. Naja. Wie viel hattest denn du? Ich hatte 25. Ach so, na gut, dann habe ich nicht gesagt. Sollte ich das nie jetzt so lange machen, bis ich es geschafft habe? Nee. Ich glaube, du kommst eh nicht mehr rein. Doch. Dann mach's. Ich lauf weiter. Nee. Hier ist schon wieder hier. Biohazard. Ja. Ach, guck an. Was? Hier waren wir schon. Ja. Gut, dann möchte ich jetzt nicht mehr weitergehen. Oh ja, doch. Hier möchten wir ja lang gehen. Es fehlt da noch eine Zahl. Hm. Achso, dort kommt man ja nicht weiter. Hm. Oder geht das? Beim Rennen und hier. Zack. Doch, das geht. Ist echt kurz vor knapp springen. Ne? Eine Zahl fehlt. Hm. Ich vermute mal, dass die irgendwo hier am Anfang steht. Keine Ahnung. Achso, warte mal. Wir sind doch hier gleich in der Nähe. Ich muss da mal was überprüfen. Wir haben mal zwei Schalter umgelegt. Siehst du? Ich sehe schon. Das sind zwei grüne Lämplein. Okay. Ja. Fällt bloß noch eins. Mhm. Bist du doch eigentlich? Nee, kannst du nie erkennen.
schubst du mich einfach wieder raus. Na, kommt dir bekannt vor? Nee, gut. Wo bist denn du schon wieder hier? Meine Güte. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Alter Mann, ist kein D-Zug. Ich hab dich gar nicht gemeint. Ne, jetzt sag also. Oh, hier. Jetzt hab ich 70. Bin ich immer noch auf 9. Ja, warum? Keine Ahnung. Den Quatsch braucht man eigentlich gar nicht mehr. Was? So. Halt, ich glaube, warte mal. Ich hab da. Das haben wir bestimmt übersehen. Ich hätte gedacht, dass es hier, dass hier die Zahl da irgendwo steht. Hätte ich gedacht. Hallo. Bisschen eher zu links, rechts, geradeaus. Hands up. Ja. Du musst dich hier ducken, vergiss das nicht. Ja. So, da stand nämlich die 26. Die Musik ist so grässlich, muss ich mal sagen. Dieses Gefieber, ey. Aber das ist das, was mich ein bisschen stört. Boah, hier gibt es sogar einen Sternenhimmel. Bemalten. Ich weiß zwar nicht, wo du bist, aber naja. Weiterlaufen, lauf einfach weiter, weiterlaufen. Ja, kriegst du es hin, schaffst du es? Ja? Soll ich dir helfen? Soll ich Händchen halten, komm? Ja, ich bitte darum. Lass mich in Ruhe, ich mache gleich die Türe zu. Und über uns gibt es einen Sternenhimmel, selbst bemalten. Aha. Schön. So, dann kann es ja dann eigentlich bloß noch die 55 sein, oder gibt es hier die Zahl noch? Ich hatte vorhin auch irgendwas mit einer 55 gelesen. Aber das war die einzige Zahl, die nicht selber gemalt wurde. Hm. Ich glaube nicht, dass man hier hochkommt. Scheiße. Was? Ne, du kommst hier nicht hoch. Nee. Mit Stabilisierung können. Oh ja, doch, hier kommt man hoch. So sicher? Na, mit Sprinttaste. Dauert ein bisschen, aber. Naja. Was brüllst denn du mich so voll? Kannst du das nicht leiser machen? Mach ich doch. Kannst du das nicht leiser machen? Hab's gleich geschafft.
Vorausgesetzt, ich komme über die Kante. Ruckel, ruckel, zuckel. Ach, Hinne, ich hab dich gleich eingeholt. Kommt man sich vor wie auf einer Rolltreppe? Ja, wo bleibst du denn? Naja, ich bin gerade auf der Rolltreppe. Mal oben. Spring doch einfach runter, du hast eine Treppe. Wo ich stehe. Dafür habe ich jetzt aber bloß 59. Ach, jammer nicht rum. Nicht doch? Geht lang. Du weißt so, ich bin nun mal ganz leicht am Sterben. So, jetzt sind wir wieder hier, so ziemlich am Anfang. Ich bin der Meinung, dass es hier irgendwo eine Zimmer gibt. In Ordnung. So, bevor wir jetzt weitergelaufen, kommt mein berühmter Spruch. Werbung. Ende. Ende? Ende kommt jetzt. Also nicht im Zusammenhang mit Werbung. Ne? Aha. Na dann, liebe Zuschauer, sehen wir uns in der nächsten Folge. Jo, tschüss. Tschüssi.